Grüß euch und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Der Mai ist gekommen und somit auch die Zeit der Maischolle. Ich habe ja vor längerer Zeit schon mal eine Maischolle eingestellt ins Internet, und zwar Büsumer Art. Jetzt wollte ich gern die Finkenwerder Art machen, aber wir haben da andere Rezepte jetzt untergekommen, die auch Finkenwerder Art sind, aber immer ein bisschen abgewandelt. Und zwar mache ich so eine Mischung zwischen diesem Alpenkochbuch, der Maischolle und vom Schubeck seiner Maischolle mit Speck und Croutons. Weil Croutons gibt es ja normal nicht jetzt bei der Finkenwerder Art. Aber ich finde das sehr gut und sehr frisch. Mit ein bisschen Zitrone und Olivenöl. Deswegen mache ich da was raus. Und Petersilie mag ich aber auch gern eine und so. Da kommt von da was rein. Also, dann gibt es jetzt eine Maischolle. Fast Finkenwerder Art. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Als Zutaten brauchen wir jetzt einen durchwachsenen Speck, ein Öl, Frühlingszwiebel, ein Toastbrot, Butter, Maischollen, Mehl, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitronenschale und einen Thymianzweig. Und von der anderen Scholle nehmen wir noch her nur noch eine Petersilie, weil alles andere ist eigentlich ziemlich gleich. Die Scholle, die habe ich jetzt schon so gekriegt vom Fischhändler, und der hat da schon die Gräten weggeschnitten, den Kopf weggeschnitten und den Schwanz. Und natürlich ist es auch schon ausgenommen. Aber die Scholle, die braucht man sowieso erst ganz am Schluss. Ein Ofen dort mal schon vorheizen auf 100 Grad. Loslegen tun wir damit, dass wir unseren Speck klein schneiden. Und natürlich diese Haut schneiden wir auch weg. Die Würfel von Speck, die macht so klein wie nur möglich. Dann röste die Speckwürfel in ein Öl an. Den Speck, der ist jetzt sehr schön angebraten, den gebe ich jetzt raus auf ein Küchentuch. Der soll ein bisschen abtropfen. Das Fett, was da aber drinnen ist, das lasse ich da drinnen, weil das möchte ich dann hernehmen zum Anbraten des Fisches. Dann schneide ich meine Frühlingszwiebeln in Ringe. So ein bisschen schräg. Und nur soweit der helle Teil reicht. Vom Toastbrot schneide ich jetzt die Rinde ab. Und das würfel ich jetzt so klein wie es geht. Dann schmelze ich ein bisschen Butter in der Pfanne und gebe meine Toastwürfelchen dazu. Und die sollen jetzt bei milder Hitze goldbraun geröstet werden. Ja, schaut's da mal her. Goldgelber können die doch gar nicht mehr sein. Die kommen jetzt auf ein Küchentuch und warten, bis sie auf den Fischen aufkommen. Zum Braten der Scholle nehme ich meine Pfanne her, in der ich vorhin meinen Speck ausgebraten habe. Hier sind ja noch Reste vom Fett drinnen, und dazu gebe ich jetzt ein bisschen Öl noch dazu und lasse es heiß werden. Jetzt wendet man die Scholle in Mehl. Das überschüssige Mehl dazu ein bisschen abklopfen. Und dann wird jede Scholle einzeln angebraten. Und zwar von jeder Seite so 2 Minuten. Dabei schüttelt es ein bisschen die Pfanne, damit der Fisch da nicht kleben bleibt. Und die angebratenen Schollen, die kommen jetzt für 10 Minuten bei 100 Grad in den Backofen. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, der hat gemerkt, es fehlt doch noch was. Und zwar meine Frühlingszwiebeln. Die werden natürlich jetzt nicht roh auf den Fisch geschmissen,
sondern da gebe ich jetzt einmal ein Olivenöl in die Pfanne. Schau mal, das nicht zu heiß werden lassen. Und da werden meine Frühlingszwiebel angedünstet. Das passt jetzt schon. Da gebe ich jetzt einen Thymian rein. Ich habe jetzt so einen Zitronenthymian und eine Zitronenschale gebe ich da rein. Und jetzt gebe ich da noch ein Olivenöl drauf und lasse das bloß ein bisschen warm werden noch miteinander. Das wird ja jetzt gesalzen. Und gepfeffert. Kurz bevor der Fisch fertig ist, nehme ich die Zitronenschale wieder heraus und den Thymian. Dann gebe ich mal Petersilie dazu. Und den Speck. Der Fisch, der war jetzt 10 Minuten im Rohr und schon können wir auch anrichten. Jetzt müssen wir ja noch salzen und pfeffern. Wir haben ja nichts gesalzen und gepfeffert. Jetzt kommt meine Ölmischung drauf. Und die Krönung sind natürlich meine wunderbaren Croutons. Und so schaut's aus, wenn's fertig ist. Unsere Maischolle 2.0. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!